Straßen, weil da haben wir ein bisschen was zum Tun, da haben wir ein bisschen was zum Schauen. Was haben wir das hier? Ist eine Questliste? Ja. Das ist aber nur ein normales. Ja, genau. Und du hast... Sucht das gute Stück. Ein Talisman aus der Heimat hat dem unerfahrenen Soldaten jeden Tag Halt gegeben. Okay, und was ist das? Also ja, das ist ja das auch nicht, okay? Ja. Dann muss ich auch nochmal das machen. Okay, passt. Interessant, Rang 1, Rang 3, Rang. Das finde ich immer interessant, dass ich das jetzt gerade schon gestartet habe. Also ich kann das auch so markieren. Der scheißt mir, was habe ich so das dezente Gefühl. Bin aber eher gespannt, also ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass ich den Havari jetzt finde, aber lass ich jetzt einmal kurz so stehen. Aber finde ich geil, Viererteam ist geil. Viererteam ist richtig geil. Weil, weißt du, ich bin da so jemand, wenn schon einmal eine Mission gestartet worden ist, dann kann ich die Mission nicht ruhen lassen. Das ist halt das Problem. Ich kann die Mission echt jetzt da nicht ruhen lassen. Das geht gar nicht, das geht wirklich gar nicht. Ja, da war sowieso gesagt, ich schaue mal nur mal so durch wegen einem Namen. Wenn ich den Namen finde, dann haben wir eh schon alles geschafft. Aber dann habe ich definitiv schon gewonnen. Gehen wir mal vielleicht noch ganz kurz da noch rauf. Vielleicht finde ich da noch irgendwem anderen. Dann werden wir es eh sehen. Oder es gibt halt nur wirklich an bestimmten Momenten. Oder? Na, Momente nicht. Ich glaube, es gibt nichts Verpassbares. Nee, das glaube ich nicht. Aber dort die Hitten, da sind schon viele Leute, also dementsprechend. Es sind schon sehr, sehr viele Leute am Start, also. Er kann sich schon leicht irren. Schauen wir mal da ganz kurz durch, ob ich den vielleicht da irgendwo finde. Na, vielleicht hätte ich eh mit dem. Na, ist er auch nicht. Auch nicht, was ist mit dem? Na, ist er auch nicht. Wir reden einfach mit jenen. Verlorene Briefe, das ist halt immer so diese Sache, wenn was nicht markiert wird, du suchst wie ein Vollidiot, du suchst wirklich wie ein Vollidiot. Bastigi, ciao. Also, da kannst du suchen, Alter, bist deppert, da kannst du wirklich suchen. Was hast du denn da schönes? Weil aufmachen kannst du die ein oder andere Hitten ja nicht einmal. Das ist ja das nächste, du kannst den nicht mehr aufmachen, Alter. What the fuck? Ja, ist eigentlich auch nicht deppert. Sagt mal. Damit die anderen auch vielleicht ein bisschen dann stärker werden. Definitiv safe. Oder die anderen kennen scheiße, gell? Die anderen kennen einfach scheiße, gell? So sieht's aus. Aha. Oh, what the fuck, Alter. Eine Tür nach der anderen, oder was? Ich glaube aber, das wird wahrscheinlich unten gewesen sein. Rechne ich jetzt irgendwie gerade ein bisschen damit. So, das ist auch nicht. Na, bist du eppert, dass ich sag, ja, du suchst eine halbe Stunde. Wegen dem Habschi. Den siehst du nie wieder, den Habschi. Den siehst du definitiv nie wieder. Irgendwo wieder schon sein. Also ich glaube schon jedenfalls einmal an das Startgebiet. Ja, an das Startgebiet rechne ich schon irgendwie damit, dass wir den irgendwo da sehen. War das eins weiter drunter oder? Ja, ist wurscht, wir werden 100% safe noch einmal mindestens da herumgehen. Ja, drauf schießen. Ja, wir werden safe da nochmal herumgehen. Aber vielleicht irgendwo da vorne. Das kann relativ gut möglich sein. Dass der ist schon sicher selber. Aber das Gute ist wenigstens, sie haben Namen. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Sie haben Namen. Da kann man schauen, da kann man sich's überlegen.
Vielleicht gibt es da was, vielleicht auch nicht. Weil Kypern, das, also manche Leute haben da sehr, sehr interessante Namen. Sehr, sehr interessante Namen, Digga. Alter, Alter. Wer heißt, Alter, du bist ja gestraft für dein Leben, Alter. Wer heißt bitte Kuppel? Also Kuppel. Ja, am Zoom lass ich mir neu reden, definitiv. Aber sonst, Digga. Ha! Skillpunkte! What the fuck? Okay, ja, passt. Einfach mal Skillpunkte. What the fuck? Okay, da geht's eh nicht durch. Passt. Was der? Sicher. Man kann nicht wissen. Sag's da, Alter. Wir brauchen wieder 3 Stunden, damit wir den Hauptschiff finden. Aber ja, der ist eh gerade da in der Nähe. Ja. Ach so. Jetzt weiß ich, wo gerade der Fehler war. Der zeigt mir also quasi gleich alle Missionen an, die was auch in der Nähe sind. Das ist es. Und der Episodenquest? Jagdquest? Oh. Die ist offen. Die haben wir noch nicht gestartet gehabt. Verlorener Brief. Ja, wenn dann die, hätte ich gesagt gehabt. Vielleicht sieht man es jetzt sogar in der Nähe, das wär's. Vielleicht finden wir ja da irgendwo was in der Nähe, das wäre super. Weil eine Kiste würde noch fehlen. Ich kann es mir aber jetzt nicht vorstellen, dass es mitten im Schloss ist. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Es muss irgendwo hier sein, kann ich mir relativ gut vorstellen. Solange wir bei der großen Hügelstraße sind, dann sind wir schon einmal bei der richtigen Adresse. Große Hügelstraße. Sobald wir die große Hügelstraße verlassen, bist am Arsch. Bist am Arsch, Digi. Kommen doch die anderen jetzt mit? Ich check's nicht. Ich finde es aber wenigstens schon mal super, dass der Text schneller geschrieben wird. Ja, also, weil, war schon ab und zu schon ein bisschen eine zache Partie mit dem Langsamen. Da habe ich wenigstens ein bisschen ein schnelleres Tempo vom Text her. Finde ich besser, finde ich viel, viel besser. Was ist das? Okay. Haben wir... Ja, muss ja nichts hassen. Aber wäre halt relativ leiwand. Wenn man vielleicht das von ihm dieses Stückel da finden, seinen verlorenen Gegenstand. Das wäre jetzt extrem geil, aber ich kann es mal irgendwie. Wow! Na schau na immerhin! Ah! Der Brief! Da wissen wir schon mal wenigstens. Das ist einmal der Brief. Kann es vielleicht aber auch sein, dass das andere schon dieses abgebissene Brot, wo der schon erwähnt hat, so, ja, das ist nichts, dass es das vielleicht sein kann? Oder dass ich schon längst gefunden habe? Das klingt jetzt ein bisschen sehr, sehr deppert, aber. Vielleicht, wirklich. Schauen wir mal hier. Quests überprüfen, Karte öffnen. Kamera zurücksetzen, okay. Aber ich finde es so irgendwie leiwand, aber da sehe ich wenigstens auch die anderen. Irgendwie mag ich das so. Ich wollte es gerade sagen. Ich liebe es, wenn ich irgendwo einfach runterspringen kann. Also ich würde mal sagen, vielleicht dieses Brot oder irgendwas. Okay, dann wird es wahrscheinlich dieses Brot gewesen sein, was wir vorher gesehen haben. Passt, geht eh. Passt, und den Brief haben wir auch schon gefunden.